Hallo und herzlich willkommen. Was ist das? Zu einer weiteren Folge von Deponia mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Wir haben einen Autoschlüssel. Ich gehe doch glatt weg mal zum Auto. Mach mal schneller. So, Schnutzipu. Lag hier total daneben. Ich dachte Ton hier, aber ja gut, so richtig passen würde das auch nicht. Ein Hebel. Aha. Mehr können wir hier nicht machen. Was ist das? Die Traktür, die Windschutzscheibe, Hebel, Motorhaube. Wir machen mal die Motorhaube auf. Eine Batterie. Sie lässt sich nicht ausbauen. Aber wie komme ich dann an die Energie im Inneren? Mit dem Bohrer. Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. Ah! Au! Yeah! Oh, was mache ich jetzt mit der Säure? Scheiße. Hier, die Spritze. Mit der Spritze wird das nichts. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Ich habe kein Gefäß. Narkotikum. Vielleicht brauche ich das noch. Ich suche mir besser ein anderes Gefäß. Na, hoffentlich läuft das jetzt nicht aus. Wisst ihr, wo ich noch nicht geguckt habe? Bei Toni Gang gab es, glaube ich, auch noch einen Ausgang hinten raus. Von wo wir gestartet sind. Da will ich auch noch mal hin. Das habe ich mir eben kurz in der Pause überlegt. Weil sonst haben wir ja alle Orte auch mal abgeklappert hier. So, rein da zu Tonis Hütte. Dann gehen wir doch einmal durch. Ich glaube, hier oben lang, ne? So, hinter Tonis Hütte, genau. Hier ist auch noch mal ein Feuerlöscher. Ein Blindgänger, den nehmen wir natürlich mit. Oder. So, was haben wir hier noch? Nimmst du den nicht? Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Den haben wir schon mal, dann nehmen wir den. Trichter nehmen wir auch mit, den habe ich schon gesehen. Und das Schweißgerät. Oh, dann haben wir ja hier, dann hat es sich sehr gelohnt, noch hierher zu schauen. Blindgänger. Die ist nur zum Injizieren, nicht zum Exfudizivieren. Ach so. Huch! Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Wozu brauchen wir das schon wieder zur Hölle? Ein Trichter haben wir auch. Ein Schweißgerät. Achso, ich muss ja drehen. Oh, so viele Dinge. Wie soll ich mir das alles merken? So, dann gehen wir mal wieder nach unten. Halt. Sag mal. Ist der noch da? Den kann ich nicht mehr nehmen, ne? Schade. So, dann gehen wir mal raus. Zum Dorfkern. Komm. Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Dieser Egoist. Wo übe ich denn jetzt Pfriemspucken? Wir gehen nochmal zu Wenzel. Eine
Schutzklappe, ja. Ich habe ja den Verdacht, dass ich hier mit diesem Rohr Wasser reinpumpen kann. Aber dazu muss diese Klappe auf sein. Und man kommt ja gar nicht ran. Da liegt der Hühnerschrecker. Hey Wenzel, was gibt es? Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Ja, das schon stimmt. Gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Du blockierst die Warteschlange. Na und? Solange ich keine Wasserader gefunden habe, brauche ich da nicht aufzutauchen. Mhm. Ich will mein Erbe zurück. Ich will mein Erbe zurück. Deal ist Deal. Komm schon, wir sind doch Freunde. Und Freunde halten ihr Wort. Ja. Steht wo? Vergiss es einfach. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh ja. Worum geht es denn diesmal? Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Das klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater eins klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Aha. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber seinen Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Träum weiter. Also klares Wasser gibt's im Rathaus. Belebendes Wasser? Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Also, das belebende Wasser gibt's im Rathaus, das energiereiche Wasser, das klare Wasser. Das belebende Wasser gibt's beim Stier. Und das Energie, ja bloß, wie sammle ich die denn? Ich hab ja nichts. Ich glaube, ich mach das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil er so klein ist. Weil du klein bist. Bis später. Genau. So, Rufus ist ein Arsch. Komm, Rufus, runter mit dir. Hier können wir nichts weiter machen. Hier haben wir ein Rohr. Und wir haben Bohrer. Ich bohre da jetzt Löcher rein, so. Der bohrt ja wirklich Löcher rein. Gut. Jetzt müssen wir bloß noch die Klappe oben aufkriegen. Die Klappe. Hier im Ofen. Was haben wir denn hier noch? Nur die Klappe. Ich gehe erstmal das machen. Ich gehe erstmal zum Stier. Das gab mir jetzt zu denken. Komm, Stier. Wir wollen nach oben. Hauptsache, der macht das auch in einem Satz und bleibt nicht wieder zwischendrin stehen. Weil er zu faul zum Gehen ist. Der Rufus. Ja, er macht es. Sehr schön. Die Musik ist wieder mal hervorragend. Hier weiß ich immer noch nicht, wie ich das machen soll.
Vielleicht geht das Blut mit einer Spritze hier beim Stier. Ich weiß es nicht. Macht das Blut was? Eines verliebten Stieres wäre wohl eher die Zutat für ein Aphrodisiakum. Ich will aber Espresso machen. Dafür braucht man das Blut eines wütenden Stieres. Mhm. Wie mache ich den wütend? Bitte, Schweißbrenner! Toro! Er hat nur noch Augen für die Kuh. Mhm. Wie machen wir den Stier wütend? Ich bräuchte einen roten Vorhang. Wo kriege ich einen roten Vorhang her? Gehen wir mal zum Dorfkern. Oder ein rotes Stück Stoff oder irgendwie sowas. Stiere gehen auf Stoff, auf Farbe. Ist ja bekannt. Deswegen haben die Toreros ja auch so eine roten Dinger da immer in der Hand. Wo kriegen wir sowas her? Ich habe das nirgendwo gesehen. Ist ja ein Ding. Wartet mal. Da war doch ein, bei Gonzo, Lonzo war doch eine, Gonzo, war doch ein Vorhang. Hier. Den, ah, na klar. Und hinter. Das müsste ja eigentlich reichen. Nochmal zum Stier. Dann haben wir das wenigstens geschafft. Dass wir schon eine Zutat haben. Vom Rezept. Was wird das überhaupt für ein Kaffee? Ein Kaffee ohne Kaffeebohnen. So, wartet. Oh, macht dich das etwa wütend? Ja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Genau, jetzt, und jetzt nehme ich mal hier und dann tue ich mal so. Einem zornigen Stier Blut abzapfen? Ha, Kinderspiel. Rufus! Ja, ja. Ach, jetzt liegt er wieder da. Stierblut? Check. Können wir da mal auf das Rezept draufschauen? Ach, guck mal, hier unten. Besonders aufputschend. Heiße Bohnen. Schwarzes Pulver. Ergibt Kaffeepulver. Jetzt haben wir die belebende Flüssigkeit. Klares Wasser brauchen wir noch. Und energiereiches Wasser. Dann haben wir das richtige Wasser dafür. Also die Säure. Wie kriege ich die Säure? Wie mache ich das? Ich muss sie ja noch irgendwo mit dem Trichter. Aber wo fange ich das denn auf? Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Wartet mal, kann ich mit dem Trichter? Das ist ja ein Handschweißgerät. Niemals. Mein Inventar könnte abbrennen. Und Toni wird es nicht noch einmal flicken. Das muss nicht umgefüllt werden. Ach, ich weiß noch nicht. So, jetzt haben wir das. Also, mir fehlt das klare Wasser aus dem Rathaus. Und dazu müssen wir Wenzel irgendwie bewegen. Wenzel muss ins Rathaus. Wenzel muss ins Rathaus. Ja, das muss er. Komm. So, Wenzel.
das kann ich auch nicht nehmen. Ich gehe nochmal ins Badezimmer. Ach ja, da war der Ofen. Wie kriegen wir diesen, durch diesen Ofen müssen wir irgendwas machen? Denke ich mir mal, da ist ja der Schornstein und da drüben ist eine Klappe. Er geht ja aber auch nicht rein, ne? Ach, jetzt macht er den wieder zu. Na toll. Den Schweißbrenner stelle ich mal rein. Das sitzt auch so schon fest genug. Na so. Ich habe ja sonst nichts weiter, was Sinn macht. Der weiß nicht, ob das Sinn macht. Oh, das macht Sinn. Das ist ja ein Ding. Irgendwie war das nicht so witzig, wie ich dachte. Das wird gleich witzig. Pass mal auf, wir gehen mal nach oben. So, hier müssen wir hin. Ich brauche noch irgendwie ein Gefäß. Dann habe ich auch die letzte, dann habe ich die klare Flüssigkeit. Die energiegeladene Flüssigkeit. Und die klare Flüssigkeit finden wir im Rathaus. Also ich denke mal, das wird jetzt das Einfachste sein, wenn ich Wenzel dazu überrede, ins Rathaus zu gehen. Und dann schauen wir mal. Obwohl, das macht auch wenig Sinn. Ich brauche seine Nummer. Ach, das ist alles so kompliziert. Jetzt kann ich mit dem Rohr irgendwas... Was jetzt passiert? Der arme Wenzel, sein zartes Herz wird brechen, wenn er merkt, dass die Quelle in seinem Keller nicht echt ist. Schnell, bevor ich es verpasse. Oh, Rufus ist wirklich ein Arsch. Aber das scheint zu funktionieren. Rufus, was bleibst du stehen? Geht er jetzt auch wirklich dahin? Ja, er macht es. Das ist schön. Geh mal weiter, Rufus. Komm. Das hört doch gar nicht auf zu laufen hier. Wir fluten doch seine ganze Bude. Hä? Wo ist Wenzel hin? Wenzel? Ich bin hier unten. Komm schnell. Du wirst es kaum glauben. Der arme Wenzel denkt noch immer, er hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur eine Überschwemmung im Keller. So ein Pech. Was ist denn los, Wenzel? Ich habe eine Wasserader gefunden. Na. Weißt du, Wenzel, freu dich lieber nicht zu früh. Manchmal denkt man, man hätte eine Wasserader gefunden. Dabei ist es nur... Hä? Moment mal, das ist ja tatsächlich eine Wasserader. Unglaublich, nicht wahr? Ich bin reich. Aber das kann doch gar nicht sein. Das verdanke ich nur dir, beziehungsweise der Wünschelrute deines Vaters. Du bist ein wahrer Freund. Weißt du was? Du hast mit mir geteilt und jetzt teile ich mit dir. Wirklich? Natürlich. Und zwar diesen glücklichen Moment des Triumphes. Lass ihn uns zusammen genießen. Hörst du auch dieses Knirschen? Es sind nicht meine Zähne. Ich bin rein. Was ist das für Wasser? Quelle? Da, ich sehe es ganz genau. Steine. Und da schwimmt ein toter Käfer. Klares Wasser. Wir haben aber nichts, womit wir das mitnehmen können, ne? Ich will mit Wenzels stinkender Quelle nichts zu tun haben. Okay. Nimm die Wünschelrute. So, dann gehen wir mal raus. Haben wir ja hier ordentlich Chaos angerichtet. Und laut ist das hier drin. Geh mal raus, Rufus. Ah, oh, das ist doch viel entspannter. So. Ja, ich werde mal in der nächsten Folge gucken, wie es weitergeht. Dann müssen wir erstmal ins Rathaus mal schauen, was da jetzt los ist. Reicht auch für heute. Ich bin auch ein wenig müde, das merkt man bestimmt auch. Ich danke fürs Zuschauen und freue mich schon darauf, wie es weitergeht mit Rufus und
Wie kommt man an Gol? Tschüss.